Bam. Oh, baby. Oh Gott. Ach so, dann werden wir jetzt wahrscheinlich auch die ganzen Endgegnerbahnen fahren. Ja, wahrscheinlich. Okay, Komodo Joe wird sich hier wohl als Spitzenreiter etablieren. Ich hätte jetzt fast wieder mir selbst ein Bein gestellt da gerade. Ja, den wollte ich eigentlich auch haben. Tut mir so leid. Man hätte auch verstehen können, du bist so nice. Aber das hat er nicht gesagt. Jetzt wäre... Ach schade, jetzt wäre eigentlich Luca geil gewesen, würde ich sagen. Okay. Erster. Ah ja. Doch, wir sind 5 Fahrer. Ja doch, und 4 Endgegnerwelten. Stimmt, ja. Na, das ist doch gut. Nette Idee. Hatte ich nicht mehr so eine Erinnerung, aber die Idee finde ich sehr gut. Das ist doch, das ist nicht schlecht. Aber es wäre jetzt echt fies gewesen, wenn die alle noch ihre Waffen ablegen würden, die sie sonst auch in den Endgegnerleveln haben. Zumindest, dass derjenige in seiner Endgegnerwelt dann so ein bisschen übermächtig ist, hätte man ja machen können. Aber das finde ich schon ganz gut, so dass sie das nicht gemacht haben. Das wäre ja dann praktisch 4-mal ein Endboss nacheinander. Und das ist dann nicht so gut. Hey, ich bin Erster. Und Komodo... Ey, lässt du nur die Finger von mir... Ey. Hahaha! Er hat Ripper Roo mit in den Tod gerissen. So. Hier können wir natürlich Abkürzungen nehmen. Nein. Ach, Kacke. Ich hab... Ich wollte gerade sagen, welches... Na, was tue ich denn? Okay, dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir gehen hier lang. Äpfel. Das hat Schluss gemacht. Hier könnte ich jetzt eigentlich die Abkürzung... Ah, nee. Das ist mir zu riskant. Also man kann hier, wie gesagt, diesen ganzen Bogen hier überspringen mit dem UK. Das haben wir schon ein paar Mal geschafft früher. Ich weiß aber nicht, ob ich das noch wieder so hinkriegen würde. Deswegen lassen wir es lieber. Ich will jetzt hier nichts riskieren. Ripper? Du Arsch! Gut. Jetzt sind wir noch losgeworden, der Teil. Der liegt... Ich hab den getroffen! Der legt ganz schön was ab, würde ich sagen. Und nochmal. Nee, das war Nadelstreifen. Ich versuch's nochmal, komm. Hup! Ja! Sehr schön. Also Ripper ist jetzt gerade hier auf Vormarsch. Das ist gut. Bitte für dich. Und dann nochmal eine Runde überstehen. Also bisher geht das hier mit den Endgegnern. Das ist nicht so schwer wie mit den anderen. Wahrscheinlich auch, weil es einfach nur weniger Fahrer sind. Könnte natürlich möglich sein. Oh, das wollte ich gar nicht so. Das war scheiße, ja. Komm, Uka wäre geil. Nee. Der fährt aber auch nicht rein. Der lässt sich nicht austricksen. Der ist der Herr der Nitro- und TNT-Kisten anscheinend. So, komm. Nochmal. Einmal noch versuchen. Ja. Klappt. Äpfel. Ach, keine Äpfel. Ja. Der fährt da einfach nicht rein. Da kannst du machen, was du willst. Auch da nicht. Komm. Und... Erster! Ja, das ist das Einzige, was mich jetzt gerade an dieser Session stört. Ne? Ich erreiche eigentlich so viel. Ne? Ich bin eigentlich echt nicht schlecht in dieser Session. Kann man eigentlich nicht sagen. Ne? Und trotzdem bringt es mir im Endeffekt nichts, weil ich jetzt schon 2 Pokale insgesamt nachholen muss. Aber das werde ich offscreen machen, weil das wäre für euch einfach langweilig. Warum soll ich das alles nochmal machen? Klar kann ich das, aber... Nö, ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen und Fortschritt sehen und nicht, dass ich immer alles das gleiche nochmal fahre. Die Mine. Nadelstreifenswelt, ne? Ne, Quatsch. Ne, wir gehören die. Das ist Komodo Moos Welt. Joe. Dann kommt die Heißluftbahn gleich zum Schluss. Wie schön. Ich freue mich. Die haben wir ja schon so lange nicht mehr gesehen. Die kann ich echt bald nicht mehr sehen, die Heißluftbahn. Oh je. Ja, danke.
wir uns sowieso hüpfen. So. Und bitteschön. Den legen wir da mal schön hin. Ja, sieht doch ganz gut aus. Das wird mittlerweile. Oh, wieder ein Akku. UK. Oh, ich wäre fast wieder. Ja, wenn man zu weiter im Wasser drin ist, dann. Oh, dann wird man ja rausgeholt und wieder auf die Bahn gesetzt. Habe ich nicht eine Kiste eingesammelt? Anscheinend nicht. Ey, da war ich doch dicht genug dran. Haha, die habe ich geklappt. Geklappt. Geschnappt. Geklaut und geschnappt in einem Wort. Geklappt. Oder geknappt haben wir gesagt. Sieht doch ganz gut aus. Da ist einer reingefahren. Finde ich auch sehr gut. Den müssten wir jetzt eigentlich nur ausweichen. Gut. Jawoll, ist er doch reingefahren. Gut. Und wieder erster. Ja, ich glaube, uns kann nicht mehr viel passieren, wenn ich mir das so angucke, oder? Nö. Wir sind auf der sicheren Seite. Und so wie das aussieht, sind wir, glaube ich, auch alle stets in der gleichen Reihenfolge ins Ziel gekommen. Kann das sein? Oder? Ich überlege gerade. Nee, so ganz kann das nicht hinhauen. Nee. Oder doch? Nee, passt nicht ganz. Aber ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir sind am Ende des Erster des Pokals. Am Ende des Pokals Erster. Jetzt kommt wieder die Heißluftbahn. Wie haben wir sie vermisst? So, und zack. Was war das denn? Kein Turbo. Naja. Ich habe einen Luca. So. Trotzdem haben sie mich überholt. Wegen dieser blöden Wendekreis. Nachteile. Ich wusste gerade nicht, wie ich das jetzt sinnvoll zu Ende bringen kann, ohne dass mein Deutsch falsch war. So. Ich muss sagen, ich habe schon richtig Bock auf dieses eine Blind-Let's Play, was ich da vorhin angesprochen habe. Aber die Idee kam mir echt, als ich das Spiel gesehen habe. Ich denke, oh, guck mal an. Und hat auch nur 5 Euro gekostet für ein PlayStation 2 Spiel. Ich denke, das ist in Ordnung. Ist auch, glaube ich, ein schönes Spiel. Also zumindest kenne ich die beiden Vorgänger und die sind richtig cool. Und ich glaube, das wird interessant, wenn wir den zusammen spielen. Auf jeden Fall. Aber erstmal, wie gesagt, Resident Evil Outbreak als nächstes. Das wird auch so ein Krampf für mich, das wird Horror, weil das ist auch ein Blind Let's Play. Ich habe das erste Level angezockt, aber auch noch nie geschafft. Ich wollte es ja in meinem Urlaub einmal durchspielen, damit ich nicht ganz so unvorbereitet in das Spiel reingehe, ne? Aber das hat nicht geklappt, zeitlich nicht hingehauen, was hat er gesagt? Deswegen ist es jetzt doch ein Blind Let's Play, super. Also zwei Blind Let's Plays nacheinander. Erst Resident Evil Outbreak und dann halt das, was ich heute gekauft habe. Danach, denke ich, machen wir wieder ein Crash Bandicoot-Spiel. Wahrscheinlich. Das wird dann der 5. Teil, logischerweise. Und das ist dann Crash Bash. Und das wird auch ein Krampf zu 100%. Ich mache eigentlich nur Spiele, bei denen ich permanent am Verzweifeln bin. Super. Naja. Aber euch macht Spaß auch. Ich glaube, ich bin ein bisschen masochistisch veranlagt. Schaffen wir den noch? Ey, den schaffen wir noch. Ja. Ach, kommt ja noch eine Runde. Ach Mensch, die habe ich schon wieder vertan. Ich dachte, das wäre Schluss. Geh weg von mir. Sehr gut. Oh, Papu, Papu ist auf dem zweiten. Das haben wir auch noch nicht, glaube ich. Oh. Doch, er hat es geschafft im Endbosskampf gegen mich. Da ist er Zweiter geworden. Haha. Super. Ei, Kisten. Was hat er gesagt?
Meinst du mich? Du bist so nice. Das wäre echt geil, wenn er das sagen würde. Du bist so nice. Das muss ich erstmal dem Dave wieder erzählen. Das hört er ja wahrscheinlich, wenn er das hier sieht. Dann lacht er sich auch wieder kaputt, das weiß ich jetzt schon. Du bist so nice. Oh, Hunger. Ja. Na, schaffen wir das nochmal, Esther? So wie eben. Könnte er hintauen. Hintauen. Ich rede gut. 10 Äpfel nochmal eben mitnehmen? Nö. Heute nicht. Aber wir sind wieder Erster. Und es war die schnellste Runde. Auch wenn es knapp war. Na super. Ihr hört das. Das ist nicht nur bei mir so. Die Spielmusik hat sich auch noch verabschiedet jetzt. Klasse. Oder ist das mein Mikro? Warte mal, ich wackel mal ein Kabel hier. Nee. Doch. War doch mein Kabel. Ja. Ihr habt doch Musik gehabt anscheinend. Oder? Jetzt weiß ich nicht. Ist das ein Bug oder... Ich weiß es jetzt nicht. Entweder ist es mein Kabel vom Headset oder es ist wirklich kein Ton da. Wir werden es feststellen. Ich werde es feststellen beim Zusammenschneiden, ob wir hier einen Ton haben oder nicht. Mal gucken. Jetzt höre ich ja gleich nicht mal, ob Uka was sagt. Oh Gott. Na komm her. Nee, das liegt am Kabel definitiv, glaube ich. So, jetzt habe ich wieder Ton. Okay. Bitte. Glückwunsch, du hast einen Edelstein gewonnen. Danke, Uka. Also, wir haben 3 Edelsteinpokale. Eigentlich 5. Wir haben alle. Wir speichern das trotzdem mal eben ab und dann machen wir uns ins erste Reliktrennen ran. Aber, ah, ich sehe das gerade. Aber erst in der nächsten Session. Quatsch, in der nächsten Session. Im nächsten Part, wollte ich sagen. Oder? Ah, komm, wir machen noch eine Bahn. Ich bin so in Überziehlaune heute. Ich mache noch einen. Einmal ein Zeitfahren. Wir bleiben direkt in dieser Welt, finde ich. Und versuchen uns am ersten Level, was uns nicht wäre. Hier ist gar nichts, ne? Hier ist gar nichts. Ja, gut. Jetzt habe ich es auch schon zugesagt. Wir fallen jetzt trotzdem jetzt ein Level machen. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist hier das erste Level, ne? Ne, verlorene Ruinen. Hier machen wir uns jetzt die Relikte. Klar, wir gehen mal rechts rum. Und den hier nehmen wir uns als erstes. Und wir fahren im... Was ist das hier? Im Tigertempel holen wir uns jetzt... das Relikt. Ich wollte gerade sagen, CTR können wir doch gar nicht mehr. Ist doch schon längst erledigt. Ah ja, gut. Relikte, wie schön. Hängt der sich gerade auf? Hallo? Da kommt gar nichts von wegen Laden. Nee, es geht doch noch weiter. Okay. Ja, der braucht ziemlich lange bei allen möglichen Bildschirmen, die hier so auftauchen. Ich glaube, ich habe den irgendwie kaputt gemacht. Ich weiß es auch nicht. Dieses Spiel, das macht mich kirre durch die ganzen Bugs. Gut, eine Runde versuchen wir. Und dann mal gucken. So. Und. Bam. Ja, super. Kein Turbo. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal probiert. Oh Gott. Ja, klasse. Ich nehme alles mit. Das war schon mal nicht schlecht. Naja, gut. Wir kriegen nicht alle Kisten. Aber wir können erstmal gucken, wo wir ungefähr landen. Zeitlich, meine ich jetzt, ne? Nehmen wir Abkürzung? Ja. Ich glaube, wir... Oder vielleicht sollten wir auch sowieso immer die Abkürzung nehmen. Auch wenn wir... keine Kisten mehr drin haben, weil die ist ja sowieso kürzer, oder? Oder lohnt sich das, wenn wir nicht die Abkürzung nehmen? Nur mal gucken. So. 17 Sekunden. Ach, nicht gekriegt. Oh, ich springe überall daneben. Das ist echt traurig hier. Mit. Okay. Ich versuch's mal nicht da durchzufahren, um zu gucken, was hier noch ist. Ja, genau so. Oh Mist, genau. Hier sind ja Kisten. Oh, hier sind einiges an Kisten. Gott. Oh, hier sind so viele Kisten und ich krieg nichts davon. Gebacken. Ja. Also
den Kistenbonus werde ich definitiv nicht kriegen, weil ich dafür zu schlecht war. Jetzt mal gucken. Es sind natürlich kaum noch Kisten auf dem Weg. Was ist mit dem? Okay, mal hin. Nee, das wird auch nichts, sehe ich gerade hier. Aber wir wissen so ungefähr, was wir machen müssen. Das ist ja auch schon mal was. Nehmen wir mit. Wir versuchen uns jetzt an diesen Kisten hier. Ich will mal nicht da oben rüber. Denn ich habe gesehen, dass hier unten eine Dreierkiste versteckt war. Genau. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Sieht ja gar nicht so schlecht aus. Schaffen wir das vielleicht sogar noch? Ja, Saphir kriegen wir vielleicht. Aber definitiv kein Gold. Naja, immerhin Saphir schon mal erreicht. Und dann würde ich sagen, probieren wir in der nächsten halben Session das Goldrelikt zu bekommen. Wahrscheinlich wäre es bei 1.10 gewesen, so wie ich mein Glück kenne. Aber das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt mir treu. Und ja, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.